Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotruck Simulator. Folge 173. Ach ja, noch 6 Level. Bin mal gespannt, wie lange wir brauchen für diese 6 Level. So. Direkt weiter. Mit den nicht mehr ganz 200.000. Da wir definitiv dicke Abzüge bekommen. Lass uns loslegen. Schon 2000 Kilometer sollten wir, wenn wir wirklich weiter so schnell fahren, in den 4 Folgen locker schaffen können. Wahrscheinlich brauchen wir sogar noch 3 Folgen. Mal schauen. Kommt ganz drauf an, wie gut wir durchkommen. Oh, will der jetzt auch noch rechts abbiegen? Nee, will nicht. Okay. Da gerade so aus, wie wenn er blinkt. Bukarest! Ich hatte ernsthaft eine Mücke rum. Ich glaube, was hackt. Scheiße, Lebewesen. Möge dich der Klimawandel holen, Bitch. Oh. Ich will auf meiner Spur bleiben. Ah, noch 4 Stunden. Das Bett sieht schon so voll aus. Dabei haben wir noch 4 Stunden. Verrückt. Rechts nehmen.
Ausfahrt rechts. Ich bin gespannt, ob wir noch mit der Tankfüllung. Das war ein ganz schön harter Bordstein, kann das sein? Digga. Das war doch bloß ein Bordstein. Please. Was ich gerade sagen wollte. Ich bin mal gespannt, ob wir mit der Tankfüllung. Aber wir haben in der Folge noch nicht gespalten. Was? Oder? Aber. Sag mal, speichert der nicht mehr Auto oder was? 57. Wir haben schon 7 Minuten gespielt, aber ich habe davon nichts gespielt. Why? Zum Losfahren. Wird hier Warte. Ah, nee, das ist Minute, das ist Sekunde. Never mind. Ich dachte gerade 8:50 Uhr, aber ich. Never mind, okay. Dann, da habe ich nichts gesagt. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, weil wir haben laut Tacho noch 1800 Kilometer ungefähr. Und es muss auch noch ungefähr auch 1800 Kilometer. Wir müssen sogar etwas mehr, als er uns vorschlägt. Bei dem Ding ganz weit ausweichen, das Ding macht mir Angst. Was war das gerade für eine Aktion? Ich sollte mich mehr auf die Straße konzentrieren, als aufs Reden, habe ich das Gefühl. Bei den Geschwindigkeiten. Ja, egal. Auf jeden Fall, um mich nochmal abzulenken. Wir haben noch etwas mehr als auf dem Tacho, was wir noch fahren müssen, als was er uns vermutet, dass wir noch schaffen mit dem Tank. Das heißt, solange wir beim Spritverbrauch, also dieser Roadtrip da, wenn ich jetzt auch so auf Minus drücke, unter 50 bleiben, sollten wir es eigentlich locker schaffen. Jetzt habe ich mich auch mittlerweile angewöhnt, jetzt hier nicht die ganze Zeit Gas zu drücken, wie so bekloppter, sondern auf den Autobahnen. Weil wir können so ungefähr 163 bis 165 fahren. Dass ich da einfach mein Tempomat auf 160 stelle. Hat nämlich den Erfolg, dass wir nicht die ganze Zeit durchweg komplett Gas geben, sondern der Motor auch mal ein bisschen zurückschaltet. Was dafür sorgen sollte, dass wir halt nicht die ganze Zeit hier 73,5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Ah, da vorne ist ja unübersichtlich. Mag ich gar nicht. Zu
Zum Glück kam da kein Auto. Da kommen nämlich schon zwei. Ist also recht gefährlich. Ah, da vorne ist doch alles zu. Schön scheiße. Ah. Muss ich bremsen. Wird nichts. Überall diese Drecks-Teslas hier. Ah, oh Mann, ey. Problem ist halt vor allen Dingen, ich weiß halt nicht, wie die Stadt Autobahn-Ratio ist. Ich kann mal gucken. Vielleicht können wir sogar noch eine etwas günstigere Route raussuchen. Wenn wir uns hier partout komplett nur über Straße. Aber hier hinten ist wieder Autobahn. Ah, hier ist dann. Ja, okay, hier ist dann relativ viel Autobahn wieder. Ah, mal schauen. Sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Auch wenn wir jetzt sehr viel in der Stadt fahren. Natürlich will der auch abbiegen. Ja, kann man gar nicht darunter. Hatte gehofft, wir könnten das Auto hier umgehen. Aua. Ich meine, hey, hat geklappt. Und denkt daran, bei meinen Videos sterben keine Schilder und alle Beteiligten sind definitiv 18 Jahre alt. Für Letzteres übernehme ich allerdings keine Garantie. Alter, das ist eine Kurve, Alter, holy shit. Das ist auch so eine geile Stelle. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nie die Straßenbahn gesehen. Fahren die überhaupt Straßenbahn? Das wäre so schön. So eine schöne Strecke da. Ah, verdammt. Meine Gefühle sind hin und weg. Der nächste Unfall kann also nicht lange auf sich warten lassen.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Fahr doch. Nur diese Ausfahrt. Hier sind wir auch eine schöne Stelle hier an der Stelle. Jetzt eine schöne Brücke, wo so Züge drunter durchfahren. Allgemein sieht sie schon wieder sehr schön aus. Boah, so voll Sonnenuntergang. Holy shit. Dort sollte man da vorne pennen. Kann man überhaupt pennen? Hier kann man gar nicht pennen. Das ist nur eine Tanke. Was ein Drecksverein. Aber da vorne kann man pennen. Aber wenn jetzt schon rumgehen, ja, dann pennen wir da vorne. Wie gesagt, unsere Sonne geht auch gerade schon unter, von daher easy. Ah ne, ich zeig mal nicht, weil ich will da sehen, ob der Tank reicht bis zum Ende. Was auch immer mit dieser Challenge bringt, ich habe keine Ahnung. Außer vielleicht Seelenschmerz irgendwann. Wobei ich gar nicht weiß, fahren wir jetzt mit der Fähre oder so? Nee, ne? Nö. Weil die wird dann natürlich die gesamte versauen, ne? Ach, schöne Dämmerung. Sehr geil. Hier ist auch geil mit diesen Bechern, mit diesen Wassergräben, die da unter den ganzen Wegen lang führen. Sehr geil gemacht. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nun diese Ausfahrt. Oh, Alter, oh, das war unfair, oh, Alter. Dattenhimmel, ey. Holy shit. Wenn das jetzt im echten wäre, würde ich die Kamera rausholen. So ist eher das Video. Macht keinen Sinn.
Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So viele Kreisverkehre hier. Wir kommen auf der Autobahn. Wir kommen auf die Autobahn. Machen wir mal schön Tempomat rein hier. Und dann Freibahn mit Marzipan. Ernsthaft? Mod da vorne? Oder vielmehr Zoll, meine ich doch? Was ist denn hier los? Einfach der Braune da! Alter Schwede! Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Wohin? Immer geradeaus. Ach, nicht da muss ich hin. Gute Marke rechnen. Da durch, ja, ne? Nee, nicht.
Aber ich sollte hier und dann hier nach links abbiegen. Aua, 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 aua. Ist ja gut, aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich sogar Öffnungs. Oh mein Gott. Biege nach rechts ab. Dann würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge auch gewesen sein und dann sehen wir uns nächste Folge denn dann wieder. Bis dann.